In dieser bescheidenen Hütte in Reutlingen residiert ein Multimillionär. Ein Pool und drei Autos sind nur ein paar der Statussymbole, die er sich locker leisten kann. Wer viel Geld hat, gibt viel Geld aus. Ich bin Oliver, bin 47 Jahre, bin hauptsächlich Schönheitschirurg, da kennt man mich auch in Deutschland. Bis zu 120.000 Euro Umsatz macht er mit seiner Praxis, monatlich wohlgemerkt. Ich bin die Betty, ich bin 30 Jahre alt. Wir haben einen bald vierjährigen Sohn zusammen. Und hauptsächlich bin ich Mutter und Ehefrau, aber auch Unternehmerin und Influencerin. Und dafür gibt's pro Monat ein paar Tausis obendrauf. Jetzt wollen wir aber alle endlich mal wissen, wie lebt Familie Multimillionär? So, hallo ihr Lieben, willkommen in unserem Reich. Ihr seid heute hier bei der Familie Gigkiller und ich zeige euch jetzt unsere Villa. Und die ist Villa-esk eingerichtet. Die Gigkillers haben nicht nur massig Geld, sondern auch einen ausgefallenen Style. Und jetzt sind wir schon im Wohn-Ess-Bereich. Da haben wir einen besonderen Tisch. Den haben wir jetzt ein bisschen umändern lassen vom Schreiner. In der Mitte mit so Epoxidharz auffüllen lassen, damit er ein bisschen breiter und größer wird. Den haben wir aus Ibiza geholt, den Tisch extra importieren lassen. Für unser eins vielleicht speziell, für die Gigkillers voll normal. Der Tisch, der war auf circa vom Preis her auf 18.000 Euro. Und deshalb ist der sehr besonders für uns, ja. 18.000 Euro, das ist mal eine Ansage. Im Schnitt gibt jeder Deutsche pro Jahr nur 420 Euro für Möbel aus. Aber mehr geht natürlich immer. Ich liebe diese Küche in Betonoptik und die ist so offen, so amerikanisch, sagen wir es, mit dem Block. Das wollte ich immer schon. Und wenn ich jetzt hier koche und wir haben Gäste, dann ist es richtig besonders, weil ich kann mit denen sprechen. Also richtig cool. 5 Jahre wohnen wir hier im Haus. Ja. 2017 haben wir komplett alles abgerissen und gebaut, neu. Das Grundstück hat 1400 Quadratmeter und die Wohnfläche insgesamt war irgendwas bei 600 Quadratmetern, glaube ich, insgesamt. 540. 540, ja, so um den Dreh. Ja. Marktwertgrad sind wir irgendwo bei so 4,5 Millionen mittlerweile, was wir einen Wert hier geschaffen haben im Endeffekt. Ja, das wird so momentan das Ganze bringen auch. So, jetzt sind wir hier bei unserer Poollandschaft. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Das haben wir im Nachhinein gemacht, den haben wir jetzt circa ein Jahr. Eigentlich ist es genau ein Jahr, ja. Und da wollte ich unbedingt für die Optik einen Infinity Pool, weil man eben, wenn man drinnen steht, das vom Boden das Ebene hat. Und ich finde es einfach nur atemberaubend. Das war sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr teuer. Also der Pool alleine war bei die 100.000. Oliver hat zwar drei Autos, den Weg zur Arbeit schafft er aber locker zu Fuß. Denn die Praxis des erfolgreichen Schönheitschirurgen befindet sich ebenfalls im Haus. Aufwendige Operationen sind eher selten. Seine Spezialität sind verjüngende Piekser. Heute stehen noch einige kleine Botox-Behandlungen auf dem Plan. Bonjour, Nina, Lisa, grüß dich. Geht's dir gut? Ja, was machen die Lippchen beim letzten Mal? Wie war's? Ja, gut, oder? Jeder fand mich schön. Jeder fand dich schön, sonst nicht. Das kann nicht sein, das gibt's doch gar nicht. Du brauchst ein bisschen auf der linken Seite, brauchst du ein bisschen mehr. Aber ich mach dir das schön und dann... Alles gut. Okay. Okay. Sonst ist alles eh perfekt. Na, danke. Wenn man nichts machen mehr. Es startet bei Botox-Behandlungen im Endeffekt, also Botulinum-Behandlungen, die gehen so bei 300 Euro los, können bis maximal so 600 Euro kosten. Das Ganze ist dann, je nachdem, ob man Full-Face-Lifting macht, zum Beispiel mit Fillern etc. pp., bis zu 1500 Euro. Und wenn man da bei Fadenliftings oder Full-Face-Modellage ist, kann sowas natürlich auch mal 3000 Euro kosten. Buttlifting ist ja gerade ein großes Thema. Also das Verschönern des Popos sozusagen, ja, da sind wir dann so bei ca. 7.000, 8.000 Euro. Oliver machte nach seinem Medizinstudium für sich alles richtig. Er spezialisierte sich auf Schönheitschirurgie und verdient damit seit 22 Jahren einen Batzen Kohle. Mach mal so ein bisschen. Ja, genau so wollte ich es, ja. Ist halt recht voll, ne? Aber es passt zu dir. Ne? Man muss ja immer, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt ein ganz anderer Typus wärst, ja, so ein bisschen alternativ oder sonst was, da würde ich jetzt sagen, passt nicht. Aber du bist ja eine flotte Biene hier, ja, und da muss man schon ein bisschen gucken, dass das passt. Ne? Und das, ich finde, zu dir passt das super. Auch zum Gesamtgesicht mit den Wangen, die du ja hast und so weiter, finde ich, ist das super.
Also, viel Spaß damit. Ciao. In einem vollen Praxistag habe ich ca. 25 Patienten. Wenn eine Patientin für Botulinumtoxin zum Beispiel kommt, dann geht es relativ schnell. Da sind wir nach 2-3 Minuten fertig im Grunde. Eine Hyaluronbehandlung liegt im Allgemeinen so bei 15-20 Minuten maximal. Aber dann ist es schon eine große Geschichte. Im Allgemeinen geht es schneller. Und mittlerweile ist es so, dass ich 3 Tage voll durcharbeite. Ka-ching. Die erste Million ist die schwierigste und es ist auch so. Ja. Ich habe mir da natürlich bestimmte Limits gesetzt, auch in meinem Leben. Bei mir war es so Ende 30, wo ich das dann erreicht hatte. Und dann ging es natürlich relativ leichter danach. Ne. Für alle, die schnell neidisch werden, wird's jetzt hart. Die Gekelers gestatten uns tatsächlich einen exklusiven Blick in ihre privaten Finanzen. Bei über 100.000 Euro im Monat hat man da keine Angst, offen über Geld zu sprechen? Ich glaube, in Deutschland per se ist es am schwierigsten überhaupt. Da wird dir geneidet, da wird nicht über Geld gesprochen. Warum nicht mit dem Tabu mal ein bisschen brechen und einfach mal gegen Strom zu schwimmen? So, wir haben jetzt 50.000 Euro auf unser privates Konto überwiesen, 45.000 Euro aus Tätigkeit in der Praxis und des Online-Shops und 5.000 Euro von Bettys Influencer-Tätigkeiten. Und jetzt schauen wir, wie weit wir damit kommen diesen Monat. Komm, lass uns mal schauen, was jetzt da alles abgegangen ist hier. Krankenversicherung 1450, Autoversicherungen auf den Monat gerechnet 660, das sind aber dann glaube ich. Die Lebensversicherung mit 2,5 ist auch sehr viel. Ja, brauchst auch du aber. Falls ich abkratze, weißt du? Ja. Musst ja dann von irgendwas leben. Du willst nicht sterben. Ja, na, musst ja von irgendwas leben. Strom und Nebenkosten sind 800, ist auch sehr viel. 800 Euro? Ja. Ja. Okay. Golfclub. Meiner einer. 1200 Euro. 1200 Euro. Ja. Also das finde ich jetzt brutal, weil wir sind jetzt 6 Jahre zusammen und ich glaube, zweimal. Jetzt kommt was, ich weiß. Zweimal warst du im Golfclub. Ja und? Entschuldigung, ich habe keine Zeit. 1000? Weißt du, was ich mit 1200 Euro früher gemacht habe? Ja. Das war mein Gehalt im Monat. Ja, aber wenn ich mich abmelde, dann bin ich raus. Ich habe ja mein Handicap zu Leih führen und alles. Da muss ich ja, das ist ja keine Diskussion. Trotzdem ist es ein Skandal. Komm, dann geh wenigstens einmal im Monat, dass es sich rentiert. Ist so, können wir nichts machen. So, okay. Also, wenn wir jetzt die Fixkosten zusammenziehen, kommen wir ziemlich genau hier auf 10.000 Euro Fixkosten. Okay. Ja, so. Wenn wir die 50.000 jetzt haben, dann haben wir noch übrig 40.000. Ja. Und dann schauen wir, was am Monatsende dann rauskommt. Ja. Ja. Saftige 10.000 Euro an monatlichen Fixkosten. 6.600 davon alleine nur für Versicherungen und Altersvorsorge. Bei Normalos sind es durchschnittlich 1.200 Euro. Dann geh wenigstens einmal im Monat, dass sich's rentiert. Ja, wenn ich Zeit habe, gehe ich hin, okay? Versprochen? 40.000 bleiben den Multimillionären für diesen Monat. Dann kommen wir mal in unser Umkleidezimmer. Ist etwas chaotisch jetzt, weil ich viel zu viele Klamotten habe. Das ist hier vom Olli-Erde-Bereich, also der kleine Bereich, der gehört noch mir. Und hier drüben sehen wir meinen Bereich. Ich habe mir schon so ein bisschen diese schwäbische Bodenständigkeit auch bewahrt, dass ich jetzt nicht, viele sagen, ja, bei euch, da geht's wieder zu. Und dann denke ich mir auch mal, du, ich könnte noch viel mehr, aber bei ich mache es nicht. Geht's ja? Wieder ja, nein, aber dann sage ich mir auch, ich könnte noch viel mehr. Also protzen tue ich nicht. Betty auch nicht. Nur etwa 2.000 Euro investiert sie monatlich in Textilien. Trotzdem ist das etwa 20 Mal so viel, wie der deutsche durchschnittliche Monat dafür ausgibt. Also ich zahle einen Haufen Steuern in diesem Land und das, was dann noch übrig bleibt, damit kann ich ja eigentlich tun und lassen, was ich will. Ja. Und wenn mich dafür jemand kritisiert, dann verstehe ich das schlicht und einfach. Es ist in Deutschland schon eine wahnsinnige Neidgesellschaft, finde ich. Oliver ist Vermögensmillionär. Also eine Person, die Eigentum im Wert von mindestens 1 Million Einheiten seiner Landeswährung besitzt. In seinem Fall sind es Euro. Rund 1,5 Millionen Menschen in Deutschland gelten als Millionäre. Das sind nur etwa 1,8% der deutschen Gesamtbevölkerung. Oliver ist jedoch einer, der hart für seinen Zaster malocht. Aber ein Mann kann noch so reich sein, auch bei ihm gilt Happy Wife, Happy Life. So, Schatz. Hey, Baby. Ich bin fertig. Hast du Feierabend? Hi. Yes, hab Feierabend. Und war's gut? Ja, klar. Schätze, weißt du was? 2 Gläser und Orangensaft brauche ich jetzt. Warum? Ich mache unseren Campari-Orange. Campari-Orange? Komm. Echt? Ja. So einen richtigen?
Lass uns bitte was trinken. Jetzt bin ich fertig für heute. Ist doch gut. Und dann Orangensaft noch, Süßer. Was? Orangensaft? Ja. Warum muss ich eigentlich assistieren, wenn du trinkst, machst? Ja, jetzt bisher hast du Feierabend, also. Ja. Oh, ja. Also. Das Schöne ist, dass ich in der Arbeit eine Assistenz habe und wenn ich privat hochkomme, dann bin ich helfen. Der Assistenzler. Ist es schlimm? Ja, schon. Das belastet mich schon. Schatzi, du bist leider nicht fertig. Doch? Nee. Natürlich bin ich fertig. Nee, ich habe was. Ich habe was. Was? Da. Wenn ich lach. Okay. Das Ding da ist. Und jetzt? Siehst du das? Ja, ich sehe es. Ja. Wenn es dir auffällt, ist es schon gravierend. Das sieht schon ganz, ganz schlimm aus eigentlich. Wie bitte? Nee, das sieht schon schlimm aus. Wir sind jetzt 5,5 Jahre zusammen und 4,5 schon verheiratet. Ich muss das umrühren. Das sieht schlimm aus. Kannst du doch nicht rumlaufen. Ist es echt? Ja, man sieht es schon. Wie bitte? Ich würde es nicht haben wollen. Als ich Betty gesehen habe, war eigentlich die Basis schon mal super, finde ich. Also die Basis. Die war klasse, also es war in Ordnung. Was bist denn du für einer? Ich würde es nicht haben wollen. Ist es so schlimm? Ja, wir machen es weg. Ja, also. Tschüss. Tschüss, Benny. Auf die Schramme. Hey! Auf die Schramme. So schlimm ist es nicht. Ein bisschen Botox hier, ein bisschen Nasenspitze vielleicht da und Lippchen und Wangen und wie auch immer. Ja. Ich hoffe, dass dem Metzger seine Wurst auch schmeckt. Ne? Und genauso ist es bei mir. Ja? Also das ist, glaube ich, normal. Mhm. Gut, ne? Ja, mega. Boah, vielen Dank, Baby. Bitteschön. Mach I 400, love you. 400 Euro eigentlich, gell? Ich zahle es in Naturalien ab. Geht nicht. Ich nehme nur Cash. So. Okay. Mega. Danke, Schatz. Bitte sehr. Vielen Dank. Keine Ursache. Komm, gib mir einen kurzen. Ja. Zurück zur ungebotoxten Wahrheit. Die Gekelers können diesen Monat noch 40.000 Euro verprassen. Ein Kindergeburtstag der Extraklasse für den vierjährigen Sohnemann steht noch an. Wie viel geht dafür drauf?